Sehr schön. Du, die Initiative war ja, dass wir ein Interview machen mit Handelsexperten, Interviews machen mit Brandexperten, also schlichtweg direkt mit den Händlern selbst, direkt mit den Brands selbst. Und heute wollte ich einfach mal dich mal so ein bisschen interviewen, einfach mal herausfinden, was so der aktuelle Stand ist. Und einfach mal von deiner Seite aus auch mal ein ganz klares Statement, wie ist die Situation, was ist passiert, was ist aktuell im Grunde genommen gerade los, was macht ihr dagegen, aber auch vielleicht mit Blick ein bisschen in die Zukunft, was müssen wir noch tun und welche Erwartungen, und das ist dann natürlich auch für uns ganz interessant, haben wir auch gegenüber der Industrie. Und da wir das Ganze natürlich jetzt hier aufnehmen, würde ich doch sagen, Markus, stell dich ganz kurz einmal vor. Und dann starten wir gerne in die Fragen. Also, mein Name ist Markus Wahle, ich bin 49 Jahre alt, bin mit meiner Frau seit 20 Jahren selbstständig, nun in der dritten Generation. Tja, so viel zu mir. Wir haben 2012 den Innovationspreis Textil oder Handel gewonnen im Land Baden-Württemberg und sind eigentlich permanent dran, irgendwas Neues zu machen und anders. Zu deiner ersten Frage. Also die erste Frage zielt so ein bisschen einfach mal ab. Ich will das Thema Corona gar nicht so in den Mittelpunkt rücken, aber einfach, um mal so ein bisschen den Lauf dieser ganzen Dinge zu verstehen, würde ich jetzt einfach gerne mal wissen, wie war denn der erste Lockdown für euch? So, also März, April, Mai, Juni. Also erster Lockdown war für uns wie alle mal was Neues, mal was ganz anderes. Wir haben eigentlich gedacht, das ist so eine Vorbereitung in Trente. Wir machen am ersten Tag, machen wir unsere bestehenden Kunden, informieren wir noch, liefern die letzten Änderungen aus und dann ist zu und dann können wir uns mit uns beschäftigen, fertig. Das war dann leider nicht so, oder Gottlob und sei Dank nicht so. Wir haben dann relativ schnell am ersten Lockdown-Tag gemerkt, dass wir sehr viel zu organisieren haben, haben dann auch das gesamte Geschäft einmal von links nach rechts gekämmt, weil wir gemerkt haben, dass das ruhig rumsitzen auch nicht unseres ist und wir auch ja, dann auf einmal kalte Füße gekriegt haben, weil hinter kam noch Wasser, da ging nichts raus. War interessant, das mitzumachen, aber ich brauche das nicht ein zweites Mal. Wir haben uns dann relativ schnell damit beschäftigt, wie können wir unsere Kunden ansprechen und was können wir machen, beziehungsweise wie bekommen wir die Ware, die wir jetzt im Laden haben, los, wenn wir sie nicht normal verkaufen können. Und sind dann einmal oder sind dann ins Plattformgeschäft eingestiegen über X24 beziehungsweise über Zalando Connected Retail. Erst X24, das relativ fix, und dann in Zalando Connected Retail, aber da hat es einfach länger gedauert, wegen der DHL-Zulassung. Ja, also übrigens ging es mir genauso. Also ich brauche das auch noch nicht nochmal. Vielleicht mal so ein bisschen so Corona. Ich glaube, das war für jeden hart. Gab es denn aber auch jetzt nach der Corona-Zeit, als dann wieder geöffnet wurde, als so langsam dieser Ramp-up kam, gab es denn auch eine Zeit, wo du sagst, ja, das hätte ich jetzt nicht erwartet, positiv ausgedrückt? Also gab es auch wieder gute Zeiten danach? Ja, die gab es. Durch das, dass wir reine HK haben, zwar in allen Bereichen, also sprich vom Schuh bis zum Hut, von der klassischen Anzug, Sakko, Hose bis zum sportiven, lässiger, war für uns, ein Glas früher, ist bei uns die wichtigste Zeit. Einfach Umsatz. Vom Umsatzanteil über die komplette Businessgeschichte und auch über die ganze Anlassgeschichte, das hat alles nicht stattgefunden. Somit waren wir da, haben uns in der Zeit 35% vom
Mittelfeld. Aber im Oktober, musste mir sagen, war man eigentlich zufrieden, weil wir mit einem geringeren Personalbesatz und besseren Umsätzen sogar ein leichtes Plus im Oktober geschafft haben. Da waren wir eigentlich ganz happy. Aber dieses Plus war eigentlich nur in den ersten 2 Wochen im Oktober. In den letzten 2 Oktoberwochen war es gerade so schlecht, wie es am Anfang gut war. Aber wir haben trotzdem noch ein 3%iges Plus hinter über die Ziellinie gerettet. November ist weiterhin Katastrophe. Also ich sag mal so, Anfang Oktober war es für uns eigentlich alle so ein Aufatmen auch von den Mitarbeitern, aha, es geht doch noch was. Ja, umso schlimmer, dass dieser Aufschwung denn wieder getrübt wird, natürlich mit diesen zweiten Welle, diesen Lockdown-Light. Markus, wie ist es denn jetzt aktuell? Im Endeffekt sind wir gleich weit wie damals, ich sag mal so 4 bis 5 Wochen nach dem ersten Lockdown, nach der Wiedereröffnung. Weil wir sind jetzt so circa wieder bei 50-60% vom Vorjahresumsatz. Also sprich, Minus. Auch der Trigger hat gefällt, sich irgendwas Neues zu kaufen. Weil durch das, dass du nirgends mehr in Urlaub hinkommst, du kommst nirgends zum Essen in Kneipe, kein Fest, keine Party, keine Hochzeit, kein Business, keine Messe, das fällt alles weg. Und somit hat sich das ganze Ding wieder zurückgedreht. Mhm. Wir haben dann auch im Frühjahr über unsere Homepage ein Buchungssystem für Termine gemacht. Das war eigentlich eher gedacht für Hochzeitsanzüge oder für gesamte Hochzeitsanlässe. Wir haben das dann aber aufgesplittet, weil das auch normale Kunden angenommen haben. Die waren da eigentlich ganz happy. Die kriegen da jetzt noch aktuell Anfrage, wie stark wir frequentiert und besucht sind, ob es da Zeiten gibt, wo relativ wenig los ist, weil die Kunden, die Einkaufer kommen möchtet keine Leute treffen. Mhm. Also es wird gut angenommen, dass ihr diesen Terminkalender Öffentlichkeit habt, dass man sich diesen Slot halt als Endverbraucher aussuchen kann und sagen kann, ich habe hier wirklich meine Stunde, meine 2 Stunden und es kommen jetzt keine Scharen von Leute in die Geschäfte. Genau. Mhm. Aber dennoch hast du gerade gesagt, dadurch, dass das Entertainment-Umfeld natürlich auch also voll beschränkt ist, hat das ganz drastische Auswirkungen natürlich auf die Frequenzen bei dir in deinen Geschäften. Genau. Neben den Verbesserungen, die jetzt ihr im Haus gemacht habt, mit Online-Maßnahmen, du hast gerade gesagt, dass ihr die Online-Präsenz Anfang des ersten Lockdowns ausgearbeitet habt, dass ihr auch das Kalender vielleicht nutzt, damit Endverbraucher sich dann Slot auswählen können. Was sind denn von Hilfen oder welche Hilfen sind denn von Industrie gekommen? Beziehungsweise welche Hilfen wünschst du dir vielleicht auch von der Industrie zusätzlich zu denen? Sagen wir so, uns ist es sehr bewusst, dass das nicht nur sehr anstrengend für den Handel ist, sondern auch sehr anstrengend für die Industrie ist. Also, und wir haben wirklich sehr lange Partnerschaften mit unseren Lieferanten. Also wir sind auf lange Partnerschaften ausgelegt, die pflegen wir auch. Aber dennoch wäre uns manchmal ganz lieb, wenn man in Warentausch relativ einfach machen könnte. Nicht nur, wir machen das mit ein paar Lieferanten, die uns da auch unterstützen. Wir unterstützen die aber auch. Indem wir einfach sagen, okay, dann nehmen wir dann etwas mehr ab, wie wir eigentlich zurückschicken. Also ist das ein Win-Win für beide. Es geht einfach auch darum, um Artikel so zu verschieben, die vielleicht ein anderer Kollege brauchen könnte. Weil über Reduzierung das dann zu verkaufen, macht keinen Sinn, weil wir sind fest davon überzeugt, dass wir
nicht über den Preis verkaufen, dass auch der Preis teilweise im Kunde nicht so extrem wichtig ist, wie oftmals geglaubt. Es macht doch alle mehr Spaß, wenn ich einen Artikel habe, den ich zum voller Preis oder fast voller Preis verkaufen kann, wie wenn ich den nachher auf einen 5-Euro-Ständer vor der Lade stelle. Das kann nicht Ziel sein. Mhm. Und was mich und auch uns alle da dazu ermuntert oder bestätigt an dem Ganzen ist, wenn mir seht, was mir online über diese Präsenzen von den Plattformen sogenannter Altware, wir sagen gern Dry-Aged Ware, über einen normalen oder sogar über einen erhöhten Preis verkaufen können, kann es nicht, oder ist es für uns klipp und klar ersichtlich, dass der Preis nicht alles sein kann. Und wir kaufen immer noch Ware ein und keinen Umsatz. Ich glaube, das ist der riesige Unterschied. Wir müssen uns wieder mehr um die Ware kümmern und Ware aussuchen statt Umsatz aussuchen. Das heißt, du forderst dann auch von der Industrie halt schon eine klare Unterstützung bei dem ganzen Thema, welche Ware brauche ich halt zu welchen Zeit. Das kannst du alles mit deinem Team nicht selber machen. Ja. Und es geht darum, die richtige Ware zu bekommen, also nach dem Frische-Prinzip neue Ware zu haben, die ich dann für einen Vollpreis halt möglichst verkaufen kann. Genau. Meine nächste Frage war eigentlich so ein bisschen dahingegen, wie sieht für dich grundsätzlich eine ideale Partnerschaft mit der Industrie aus? Und ich glaube, du hast das schon zum Teil gerade sehr gut beantwortet. Ich glaube, es geht darum, näher miteinander zusammenzuarbeiten, intensiver zusammenzuarbeiten, aber auch ganz klar zu sagen, dass die Industrie Aufgaben besser übernehmen kann, als zum Teil der Handel es kann. Glaubst du, dass der Handel sich dazu auch ein Grundstück öffnen muss, wenn ich jetzt auch gerade das Thema mit NOS Replenishment angehe und ich höre aus vielen, auch von Händlerseite oftmals natürlich auch die Aussage, NOS Replenishment wird abgeschaltet, was natürlich für die Industrie nicht so schön ist. muss der Händler da umdenken oder müssen wir das ganz anders betrachten? Also wir haben da eigentlich dieses Jahr relativ, mir war das sehr, bis jetzt immer sehr offen gegenüber der Industrie. Wir haben da wirklich alles oder vieles zugelassen. Und haben da sehr viel mitgemacht. Und dann sind wir aber dieses Jahr nach Corona und haben klipp und klar dann angefangen und gesagt, die Partner, die das Warenrisiko tragen, die dürfen auch weiterhin die Ware steuern, gar kein Thema, aber die, die das Warenrisiko nicht tragen, wo wir das Warenrisiko tragen, die versorgen wir selber nach. Da haben wir auch verschiedene Sachen abgeklemmt. Ja. Und ich denke, es kann nicht ein, also das kann keine Einbahnstraße sein. Es muss, wenn dann ein Austausch sein und nicht nur von Industrie schiebt Ware nach und der Einzelhändler hat es bitte abzunehmen, egal wie, ob zu viel oder zu wenig. Das ist dann für uns nicht partnerschaftlich. Also, wie gesagt, es muss einfach auf beide Seiten funktionieren und wenn das Warenrisiko bei uns Händlern ist, aber dann ein Lieferant hingehen kann und verschiedene Artikel trotzdem austauschen, dass man am Ende von der Saison ohne große Reduzierungen ein anständiges Warenendlager hat, sind wir damit dabei. Aber es kann nicht sein, dass die selber das Endlager haben und wir volle Lager und sollen dann nächstes Jahr wieder einkaufen. Mhm. Hast du denn aber auch Partner, wo du mit Vertrauenslimiten arbeitest, wo du sagst, ich weiß einfach, das wird gut gemacht, ich lasse das zu, auch wenn wir das Risiko tragen, also wenn ihr das Bestandsrisiko dazu habt? Ja, haben wir mit zwei, beziehungsweise einen Depotlieferant und einen, der uns permanent mit Ware austauscht. Okay, verstehe. Also wenn man schon als Industrie heraus sagt, ich nehme die Ware raus, aber gib die Ware wieder zurück, im Wertmäßig 1:1, dann ist das für dich einfach auch entsprechendes Entgegenkommen und
Dann lässt du das auch zu, mit deinem Risiko da Ware entsprechend nachzuversorgen. Ja. Ich würde ganz gern zu meiner nächsten, letzten Frage kommen. Und zwar, du hast auch gerade schon kurz gesagt, wir hatten, beziehungsweise ihr hattet im Oktober auch ein kleines Plus schon mal reingeholt. Ja. So im Markt gab es sogar Zahlen ab Juni von plus 11 bis sogar plus, also plus 4 zwischen plus 11% unter anderem im Markt. Glaubst du denn jetzt, und das, ich versuche das ein bisschen gerade mal so etwas überspitzt, aber glaubst du, dass der Handel vielleicht aktuell noch etwas zu aktionistisch ist? Gerade in Hinsicht, dass wir gute Zahlen hatten, dass wir einen Aufschwung gesehen hatten. Wir haben gesehen, Leute wollten wieder raus, sie wollten konsumieren. Wie sagen wir so ganz schön, sie wollen saufen und fressen. Mhm. Glaubst du, dass vielleicht wir jetzt etwas abwarten sollten? Und diesen Aufschwung, den werden wir ja bekommen, vermutlich aus der Erfahrung aus dem ersten Lockdown, sollten wir jetzt abwarten und nicht in diese Hysterie gleich eventuell kommen, Ware zu stornieren, Ware abzulehnen, weil sonst dann wieder das passiert, dass vielleicht Ware zu wenig da ist? Also wir haben keine Ware storniert. Mhm. Wir haben nichts retourniert. Wir haben eigentlich alles angenommen, was wir gehabt haben. Und wenn man anständig einkauft, nicht übermäßig, sondern wirklich versucht, seinen Einkauf an den möglichen Verkauf zu bringen, dann braucht man sowas nicht machen. Dann braucht die Industrie auch nicht Angst haben. Und ich finde es auch nicht gut, wenn man Ware jetzt stornieren würde. Nee. Weil aber wir werden sicherlich noch was brauchen. Vielleicht nicht alle Warengruppen. Mhm. Aber wir sind auch so weit, dass wir sagen, wenn wir jetzt sehen, wenn der Peak einer Warengruppe abläuft innerhalb der Saison und ich habe da noch komplette Sätze, scheuen wir uns nicht, diese sofort aus dem Verkauf zu nehmen, wenn es ein kompletter Satz ist, und den einzulagern. Markus, wahrscheinlich können wir noch eine ganze Menge besprechen und wir werden auch sicherlich noch ganze Menge außerhalb dieses Interviews noch sprechen. Ich würde mich jetzt erstmal auf jeden Fall ganz herzlich bei dir bedanken, dass du das mitmachst hier und auch deine Meinung teilst. Davon werden sicherlich viele profitieren und auch von lernen können. Und okay. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles weiterhin gut, dass wir vor allen Dingen auch schnell aus dieser Krise, zumindest aus diesem ersten, zweiten Lockdown jetzt mittlerweile rauskommen. Und ja, bleib gesund. Du auch.